ihr Haus hoch überleben. Gib auf, Sumo Slammer Ultimate! Wie kannst du es wagen? Das ist der Name meiner Mutter! Sumo Slammer Ultimate Junior! Zu ihren Ehren trage ich diesen Helm und werde dich in ihrem Namen damit bezwingen! Fortsetzung folgt. Steck das jetzt weg, der Kampf fängt an! Die Sumo-Ringer wissen echt, wie man futtert. Oh Mann, das wird total abgefahren. Ich werde mir ein paar Strategien fürs Capoeira abgucken. Strategien? Beim Sumo-Ring geht's um genau drei Sachen. Feuerbälle, Laser und darum, seine Mutter zu rächen. Meine Damen und Herren, willkommen bei den Sumo-Wettkämpfen der diesjährigen Sommerspiele. Hier bei uns im Sumo-Slammerland. Bei uns können Sie die stärksten Athleten bestaunen, die die Spiele zu bieten haben. Und ganz besonders heißen wir die heute hier anwesenden Medaillengewinner der Spiele willkommen. Irgendwie ist der ganz schön klein für einen Sumo-Ringer. Da braucht man eine gute Strategie. Ja, vielleicht. Bestimmt hat er ein paar super Feuerbälle. Unser Gyochi wird nun den Kampf eröffnen. So ein Kampf ist schnell vorbei. Also achte genau auf die Technik. Oh, das ist Tsuridashi. Er will ihn raustragen. Darf er das denn? Das war Harite, ein Schlag mit der flachen Hand. Damit hat er ihn in einem kritischen Moment aus der Fassung gebracht. Eine fantastische Strategie. Okay. Trotzdem wird es der Kleine echt schwer haben. Wenn er aus dem Ring geschoben wird, hat er sofort verloren. Gesundheit. Kemarite sind Techniken, mit denen man den Kampf gewinnen kann. Er hat das Gewicht des Angreifers gegen ihn genutzt. Nur weil er die richtige Technik ausgewählt hat, hat er gewonnen. Ist das nicht echt mega cool? Cool? Keine Laser, keine Feuerbälle und niemand ist für seine Mutter in den Ring gestiegen. Für wen soll ich denn sein, wenn ich nicht mal den Namen seiner Mutter kenne? Hey, wie ist der Name deiner Mutter? Oh! Händigt eure Goldmedaillen aus, Athleten. Wir wollen Vergeltung für unsere Mami. Da, die beiden wissen, wie es geht. Aber vorher entschuldigt euch noch bei ihr. Ihr habt sie verspottet und dafür werdet ihr bezahlen. Wir werden eure Arena über euch zum Einstürzen bringen, wenn ihr mir nicht unverzüglich eure Goldmedaillen aushändigt. Also ich will die erste Medaille haben. Nein, ich. Nein, ich. Ach Jungs, zankt euch doch nicht. Du darfst Mami tragen, also kriege ich die Medaille. Die will ich haben. Gut, dann darf ich aber Mami tragen. Nein. Dann nimm das. Bringt euch in Sicherheit! Ja. Tex, was hast du denn hier verloren? Du hättest Mami fast getroffen. Wenn ihr die Goldmedaillen wollt, müsst ihr erst an mir vorbei. Das hatten wir nicht vorhergesehen. Los, komm mit! Du bleibst schön hier, Kleiner. Bleiben wir jetzt hier stehen und warten darauf, dass sie wiederkommen? Ich will wissen, wie es weitergeht. Diese Mami-Sache interessiert mich. Perfekt. Hier ist Mami sicher aufgehoben, während wir dem Balk da drinnen zeigen, was eine Harke ist. Und dann sacken wir uns die ganzen Goldmedaillen von den Athleten ein. Komm, Mami, ich bring dich ins Bällebad. Was? Aber das Bällebad ist doch voll mit Schlangeneiern. Abgesehen davon soll Rutschen laut Studien für mentale Stimulation sorgen. Und für Verbrennungen dritten Grades. Du weißt nicht, was das Beste für sie ist. Oh, zumindest weiß ich das besser als du. Mami soll selbst entscheiden. Mami? Mami? Ich finde Züge so toll. Möchtest du lieber mit der Töfteffbahn fahren? Du kannst verschwinden, Kleiner. Unsere Mami fährt nur erster Klasse. Los geht's. Du wirst uns fehlen. Oh, wow. So fühlt es sich also an, ein richtiger Gewinner zu sein. Ich bräuchte die dann jetzt wieder. Oh, ja klar. Wir sind zurück. Schaffen wir dieses kleine Hindernis schnell aus dem Weg. Kein Problem. Dann zeige ich euch mal, was es bedeutet, wenn ich volle Power gebe. Bestens. Warte kurz, du kommst mit Shockrocks Kräften scheinbar nicht weiter. Es geht nur noch mehr kaputt. Zeit für Helden. Zeit für eine Strategie. Okay, denk nach. Wie besiegst du sie ohne deine Kräfte? Hey, komm sofort zurück. Alles in Ordnung, Ben? Sie entkommen. Warte. Allerdings. Warum konnte ich nur mit Shockrock nichts ausrichten? Er hat super Fähigkeiten und ist mega stark. Ohne eine Strategie wirst du aber nicht weiterkommen. Ja, so sieht's aus. Denk doch mal an den Sumo-Kampf. Ich brauche nur ein paar coole Sumo-Ringer-Techniken. So war das. Vielen Dank. Aber... Er wird das schon machen.